um quasi eine Überladung zu verursachen, die diesen Knotenpunkt zerstört oder ja, lahmlegt. Ah, das ist das neue Ziel. Und deswegen wird es zerstört. Und jetzt sind auch Gegner auf der Brücke. Zwei Jetzt Jäger, schon. glaube ich. Also irgendwo sind sicherlich Jäger auf der Brücke. Oh, hier haben die ersten schon die Dingensgeschütze. Die, die Flak haben die jetzt zum ersten Mal die Runs. Ah ja, stimmt. Ah, im Also die Flak sind so Rohrkrugswasser? quasi, das sind so Nee. Plasma, Raketenwerfer. Es sind dieselben Schüsse, die dein Banshee quasi als Alternativfeuer verwendet. Ja genau, Also da sieht diese man schon, große grüne Kugel. die kann man erst im zweiten Teil verwenden, weil hier, wenn man die abschießt, warte mal, das muss ich mal schön zeigen, dann sollten die explodieren. Bam. Und aussteigen. Und das passiert eben mit diesen Waffen und ja, ist halt nicht gefährlich. Und im zweiten Teil, da gibt es das quasi als das Pendant der Aliens zum Raketenwerfer. Hat 5 Schuss pro Magazin, ist aber natürlich nicht ganz so durchschlagskräftig und keine Zielsuche dagegen. Was ich sehr schade finde. Naja, im dritten Teil gibt es dann beide parallel. Also ich weiß gar nicht, ob man im zweiten Teil als Master Chief beide haben kann. Auf einmal. Ja, kann man. Und in Halo Reach gibt es dann quasi einen Zielsuch. Plasma-Granatenwerfer. Dann gibt's auch einen Spartan Laser. Den ich sehr geil finde. Spartan Laser gibt es auch im dritten Teil, glaube ich. Ja. Den finde ich auch geil. Aber Was ich ist frage das? mich, warum wir über Projekte reden, die du niemals let's playen kannst. Halo 2 könnte ich theoretisch machen. Ja, das schon. Aber Kannst du auch noch. 3, das wird eher, ne? Wird eher schwierig auf dem PC zu spielen. Sollten wir das zusammen machen, dieses LP? Ja, das Event, jetzt steht erstmal noch anderes an. Ja, sollten wir das machen, nämlich auf jeden Fall eine Playlist erstellen davon, von daher. Wieso? Ich stelle von überall, wo ich dabei bin, stelle ich Playlists. Ach so. Hey, die Flat, Naja, hallo! ja, stimmt. Oh, hallo! Ja, ich würde gern. Natürlich! Ja. Da wollte ich einen taktischen Rückzug ansetzen, um. Du wolltest feige abhauen. Taktischer Rückzug hört sich besser an. Ja, aber du wolltest feige abhauen. Das ist eine Du ganz andere Geschichte. hast das ganze Let's Play lang noch kein einziges taktisch kluges Vorgehen gehabt. Doch. Nein. Wie ich gesniped habe. Naja, gut, das kann man halt so gelten, so halb gelten lassen. Siehste? Ja, aber taktisches Vorgehen ist jetzt nun wirklich kein Attribut, das auf dich zutreffen würde. Ja, mein Gott. Lass Sagen wir es mal mich. so. Taktisches Vorgehen. Hier wäre eine Granate toll. In dem Moment, wo du das gesagt hast, habe ich mir gedacht, hey, die Maurice ist eine Granate. Bevor er wieder meckert. Genau. Bevor er jetzt wieder rumjammert, da wäre eine Granate gut. Ich Scheiße, jammer nicht ich. rum. Hab nur konstruktive Vorschläge. Konstrukt. Ah, schnell an der Nase gekratzt. Ich bin fast gestorben. Ja, und jetzt, wenn du dich blöd anstellst, dann überlebst die Stelle hier. Wenn du langsam und behutsam vorgehst. Und kannst gleich um die Ecke ein Medikit dann absammeln. Dort erstmal um die Und den Ecke Rack. gehen, eine Granate werfen und dann die Gegner ein bisschen kämpfen lassen und mir das Medikit in der Unaufmerksamkeit schnappen. Richtig. Und dann gehe ich hin und messe dann ein. Wow, Entschuldigung, hier klingt gerade das Telefon. Moment. Quatsch. Auf wo? Ja, natürlich. Eine goldene Elite. So, da bin ich wieder. Dein klägliches Ableben habe ich mit anschauen müssen. Scheiße. Alter Schwede, bin ich gerade erschrocken. Hast du nicht nur einen Gegenwerfer? Ja, habe ich. Und ich müsste in 10 Minuten weg. In 10 Minuten. Ja, das reichte dann für 2 Ports. Warum musst du in 10 Minuten schon weg? Wo musst du überhaupt hin? Tja. Das ist nicht für öffentliche Ohren geeignet, oder wie? Wer weiß, wer weiß. Nee, Abendessen. Super. Ja, mei. Also jetzt werde ich ja heute noch hochladen, das hier. Ja?
Leute, ihr könnt ja mal demnächst mal auf seinen Kanal vorbeischauen, damit vielleicht was hochgeladen was, wo ich auch dabei bin. Ja, vielleicht nehmen wir heute noch ein bisschen TF2 auf. Und so quasi zur Überbrückung von der geradigen Durststrecke, weil eben Blinks 1 ist jetzt vorübergehend pausiert, bis ich mal Zeit und Muße finde, mich diesem einstündigen Bosskampf zu widmen. Wenn sogar nicht noch länger. Ja, und wenn dann, ja, kommt jetzt halt noch Blinks 2 und da auch dann Together, dass wir nicht via Skype spielen und deswegen müssen wir dann noch schauen mit der Aufnahme, wie wir das hinkriegen. Ja, das ist sehr... Weil Raummikro ist so eine Sache, also Standmikro ist so eine Sache, zwei Headsets ist so eine Sache und allgemein und überhaupt. Und das ganze Aufnehmen dann ist so eine ganz eigene Sache. Bis wir überhaupt beide mal Zeit haben. Also kann vielleicht noch dauern, aber auf jeden Fall werde ich jetzt bald, wenn ich mal hier wieder Zeit habe, mit Blinks 2 anfangen. Hatte ich eigentlich schon längst vor, aber es ist nie noch was. Es ist ja hat ein Hobby, das auf Laune basiert. Ja, quasi. Ja, jedes Hobby eigentlich, aber und drauf an. Ja. Zurzeit einfach wenig Zeit. Ich würde nochmal zurücklaufen und mir das Medikit holen. Ich wollte gerade sagen, wäre gar nicht mal so blöd, ne? Mhm. Huh. Ja. Wäre ich da jetzt total episch durchgesprungen. Geht auch. Geht auch. Huh. Hallo, ich sagte. Huh. Ja, es geht, aber du kannst es nicht. Siehst du? Ja, und jetzt wäre es die Schlucht runtergefallen. Ich hätte mich Hätte ich gesagt. Puh. Nee. Du bist völlig falsch, dreimal falsch gelaufen gerade eben. Warte, hä? Wo bin ich jetzt? Du hast die... Ich gehe einfach im Kreis, das wird schon helfen. Ja eben, du bist im Kreis gelaufen. Du musst momentan gegen die Pfeilrichtung laufen, die auf den Türen angegeben wird. Oder auch nicht, ich habe mich getäuscht. Nein, du hast dich nicht getäuscht. Quatsch, da bist du hergekommen. Genau. Genau. Hab ich ein Kurzzeitgedächtnis. Ist ja noch schlechter als meins. Habe ich nie behauptet, dass es ein gutes ist. Aber wenn schlechter als meins ist, dann ist das schon richtig übel, ne? Naja. Was gibt's mir überhaupt zu normal? Irgendwas. Brotzeit. Was gibt's zu essen? Es gibt jetzt Lachsparfait auf Basmati-Reisgrundlage. Denken wir, keine Ahnung, warte, ich google mal irgendein gutes Essen. Was weiß ich. Schnell gutes Essen googeln. Dass man Eindruck schindet. Ach ja. Ich glaube, die Brücke wird wieder ein Problemchen für dich, ne? Ach, denkst du? Denke ich, ja. Von wegen. So, der ja, kann... noch ist die Brücke erst zur Hälfte rum. Warte, den krieg ich. Mann, den wollte ich von hinten umnatzen. Fick dich. Und der Jan-Normalverbraucher ist jetzt online. Ja, schön für ihn. Hast du dich auf Skype nicht auf beschäftigt gestellt? Nein, habe ich nicht. Schäme er sich. Ja, ja. Komm. Fick dich. Ich habe keine Zeit, ich muss hier durch. Mhm. Ich habe es geschafft. First try. Du bist zurückgelaufen, oder? Ich bin durchgelaufen. Doch. Shit. Das ist ja zu lustig gewesen. Ja, genau, im Eifer des Gefechts. Mhm. Ach, jetzt muss ich ja nochmal durch. Gleich. Mhm. Oh, fuck. Wenn du hochläufst, kannst du alle schön an einen Tunnelgang abpassieren. Also du läufst hoch, stellst dich jetzt da rechts oder links hin und lässt sie einfach nur hochlaufen. Ja, ja. Wenn so ungefähr hast du dir das gedacht, ne? Mhm. Du musst halt gleich hochlaufen. Dann kommen sie alle hoch und du brauchst nur links und rechts schauen und bam, bam, bam. Was ist das? Genau, und jetzt da zwei erschießen. Und jetzt einfach hier warten, bis sie hochlaufen. Können auch von hinten oder hochspringen, ne? Also jetzt Info. Ja, aber das machen sie sehr selten. Dann kannst du auch Granaten reinschmeißen, wenn du willst. Asche her. So geht es relativ. Ja, relativ. Relativ gut mehr. Und. Ja, viel mehr. Und einen Haufen Munition kriegst du auch noch. Oh, jetzt sehe ich gerade mein Radar! Und die Typen haben Schrotflinten, die machen Bumm. Das und, weiß ich. Ich wurde so wurdest du gerade von so einem Viech gekillt? Wir hören jetzt erstmal auf, also bis zum nächsten Mal, Leute. Das war peinlich. Tschüss. Bis dann.